Servus liebe Volleyballfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Review hier auf replayvolleyball.de. Nachdem beim Crazy Fly letzte Saison nur die flache Variante ein technisches Update bekommen hat, zieht jetzt auch die Midcard-Variante nach. Was sich verändert hat und mein Interview mit unserem Replay-Character Ferdinand Tille gibt es jetzt gleich im Anschluss. Schauen wir uns zuerst das Urmaterial vom Crazy Flight mit an. Das hat sich analog zur flachen Variante angepasst. Hier im gesamten vorderen Bereich hat man ein Mesh-Material, das mit solchen PU-Verstrebungen hier verstärkt ist. Hier vorne im Zehenbereich haben wir eine Verstärkung, nochmal aus PU-Verklebungen im Mittelfußbereich, hier einen höher gezogenen Schaft. Das ist auch der Unterschied zur flachen Variante, dass wir hier einen Socken haben, welcher sich dann optimal um den Fuß rumlegen kann. Das hat zum einen Komfortgründe, zum anderen aber auch Stabilitätsgründe hier im Mittelfußbereich. Neu ist auch dieser EVA-Stabilitätsrahmen, der einmal hier seitlich vom Schuh verläuft, umgeht und vor allem hinten an der Ferse nochmal viel Stabilität bei seitlichen Bewegungen bietet. Die Dämpfung ist die Boost-Dämpfung, also die Top-Dämpfung von Adidas. Ein Dämpfungsschaum, der sehr reaktionsfreudig ist. Er gibt bis zu 80% an den Spieler wieder zurück. Das Material ist 3/4 eingebaut, das heißt hier im vorderen Zehenbereich hat man direkten Kontakt zum Boden und kann hier auch wahnsinnig schnell agieren. Die Außensohle auch gleich wie bei der flachen Variante hier mit einer flexiblen Sohle vorne, dass man in alle Richtungen auch guten Grip und gute Bewegungsmöglichkeiten hat. Wir haben zu dem neuen Crazy Flight noch die Meinung von unserem Replay-Character und Bundesligisten Ferdinand Tille eingeholt. Warum er sich den Schuh für die neue Saison ausgesucht hat, das erfahrt ihr jetzt. Ja, servus Ferdinand. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über den Crazy Flight, den Schuh, den du dir auch als deinen Schuh, als Spielschuh ausgesucht hast. Kurz mal vorneweg als Libero, was ist dir denn überhaupt wichtig an dem Schuh und warum ist es dann letztendlich der Crazy Flight geworden? Also, was mir wirklich am allerwichtigsten ist, dass der Schuh bequem ist. Ich habe ihn tagtäglich mindestens einmal an. Der Schuh muss passen. Ich darf mich nicht zu viel in dem Schuh bewegen, deswegen ist diese schmale Passform echt gut für mich. Was mir wirklich gut gefällt, ist die Boost-Sohle. Ich hatte früher immer härtere Schuhe und merke jetzt einfach, dass über die Jahre so eine weichere Sohle mir auch gut tut. Dadurch, dass ich auch im Training springe, brauche ich da auch ein bisschen gelenkschonende Sohle. Schlussendlich spiele ich jetzt schon seit ein paar Jahren in Adidas-Schuhen und bin eigentlich super zufrieden. Und jedes Jahr ist der irgendwie ein bisschen besser geworden, deswegen freue ich mich auch wieder einen neuen Schuh zu haben. Jetzt habe ich heute das erste Mal den mit erhöhten probiert, mit der Socke. Da war ich richtig begeistert, das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein bisschen wie ein Feeling wie ein Fußballschuh. Wie es jetzt im Spiel dann ist, das würde ich gerne ausprobieren, aber jetzt, also im ersten Eindruck, der war echt super. Und gut, du bist jetzt Libero, würdest du sagen, dass der Crazy Flight auch für andere Positionen gut geeignet ist oder vielleicht auch für welchen Spielertyp eignet sich dieser Schuh am besten? Ich glaube ehrlich gesagt, dass der eigentlich für alle Spielertypen geeignet ist. Ich bin ja auch noch Zuspieler im Training, also ich mache ja auch viel als Libero, springe auch viel und ich denke mal für so Allround-Spieler ist das der perfekte Schuh. Wenn man ein bisschen größer wird, wie 2,10 Meter, dann kann ich das nicht einschätzen, aber alles, was so bis 2 Meter ist, würde ich sagen, ist das ein super Schuh, auch für alle Positionen geeignet. Also ich meine, Springen ist super angenehm, ein Schuh ist super wendig, also ich rutsche auch nicht weg, wenn ich einen Ausfallschritt mache, was mir auch extrem wichtig ist, weil ich da doch das oft mache, aber das machen ja die anderen Positionen eigentlich auch. Also ich würde nicht sagen, dass es für eine Position einen Schuh gibt, deswegen das eigentlich, was ich jetzt so gemerkt habe, ist es ein super Schuh. Und vielleicht noch so zur Passform, würdest du irgendwie sagen, okay, der fällt super klein aus, super schmal aus. Schmal hast du vielleicht vorhin schon mal angesprochen ein bisschen. Also für meinen schmalen Fuß passt er perfekt. Auch die normale Größe würde ich sagen, ich habe eigentlich immer so zwischen 43, 44, der ist jetzt auch bei 44. Also ich bin einfach in den Schuh rein und habe gemerkt, der ist es. Ich habe ein paar andere auch getestet und die meisten waren mir entweder zu weit oder
war nicht weich genug und ich hatte auch einen Schuh, der war zu weich, das ist dann auch nicht gut, aber der hat so genau das den Mix, der mir taugt und den habe ich auch fast eine ganze Saison gespielt, weil ich normalerweise mit einem Schuh nicht mache, weil das eigentlich zu viel Belastung ist für meine Füße, aber der letztjährige, den habe ich immer noch. So, vielen Dank für deine Einschätzung.